Hallo, mein lieber Krebs, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Krebs. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Krebse. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können, nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Krebs, eine spannende Legung. Ich sehe hier ganz stark auch ein zwischenmenschliches Thema. Ja, bei zwischenmenschlichen Themen immer mein Hinweis darauf, dass wir auf das gesamte Umfeld schauen. Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld. Hier geht es um eine Person, die, mit der du näher zu tun hast. Ich sehe aber auch noch, ich sehe hier noch andere Themen. Zum einen geht es ja um etwas sehr Erfreuliches, das sich hier zeigt, gleich zu Beginn der Legung. Das wollen wir uns jetzt auch gleich näher ansehen. Es geht hier um einen Aufbau, ja, das kann hier auch ein Projekt sein, etwas, das wächst, das du hier auch tendenziell selbst in die Wege leitest, ja, da zeigt sich eine erfreuliche Entwicklung. Das ist hier ein Weg, ja, wo es vermutlich noch ein bisschen dauern wird, bis man hier das übergeordnete Ziel erreicht. Das sehe ich hier auch. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Da gehe ich jetzt vorher noch in die Außenschau. Ja, wir blicken auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und hier sehe ich einen Durchbruch, ja. Ein Durchbruch zeigt sich deinerseits, beziehungsweise vielleicht auch ein Grund zu feiern. Ja, das kann hier durchaus mit dieser Bewegung hier zusammenhängen. Ja, diese Sache, die hier in ein Wachstum geht, diese Sache, die hier aufgebaut wird. Bei dir zeigt sich hier ein Thema bezüglich Loslassen, Verzeihen, das war jetzt auch in vielen Legungen bereits Thema, tendenziell vielleicht auch eine kollektive Energie, das möchte ich mir auch näher ansehen. Okay, also es geht hier um eine verfahrene Situation, ja, wo hier etwas aufgelöst werden soll, wo hier etwas aufgelockert werden soll. Das betrifft ja, denke ich, diese zwischenmenschliche Situation, die sich hier wirklich sehr prägnant in dieser Legung zeigt, ja. Und da geht es um eine bestimmte Situation, wo man hier irgendwie nicht weiterkommt, ja. Und da geht es für dich jetzt auch darum, wie kann das Ganze aufgelöst werden. Bei manchen geht es ja, glaube ich, auch darum, dass diese Verbindung hier in einen Stillstand geraten ist. Und die Frage ist, geht es mit dieser Person weiter, ja. Also jemand tendenziell aus dem Freundeskreis, das kann auch eine bestehende Partnerschaft betreffen, vielleicht auch jemand aus dem familiären Umfeld. Wenn du hier mehr auf Berufliches schaust, ja, dann kann das natürlich auch eine Verbindung in diesem Feld sein. Wir schauen jetzt gleich mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Was ist herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert dein Vorankommen? Und da sehe ich gleich hier auf deiner Ebene ein ganz wichtiges Thema, ja, das mir hier schon sehr stark ins Auge springt in dieser Angelegenheit. Und es geht hier um eine Kommunikation, ja, wo hier etwas über mehrere Ecken
gelaufen ist, ja. Also, dass du hier vielleicht irgendetwas erfahren hast, ja, von einer bestimmten Person, ja. Dieses Thema stille Post zeigt sich hier. Jemand hat was gesagt, der andere sagt es dem anderen in so und so weiter und so fort. Du kennst dieses Spiel bestimmt, ja. Und am Ende kommt dann meistens irgendein vollkommen sinnfreier Satz heraus, ja. Und etwas in diese Richtung im übertragenen Sinne zeigt sich hier. Das kann auch bedeuten, dass man hier selbst eine Information falsch interpretiert oder dass man hier etwas dazu interpretiert, vielleicht auch etwas überlesen hat, wenn es hier um eine schriftliche Kommunikation geht. Und hier ist es immer besonders wichtig, ja, dass man hier natürlich zur Quelle zurückgeht, wo das Ganze hergekommen ist, und sich hier direkt austauscht, ja. Beziehungsweise, wenn du hier vielleicht irgendeine Information erhalten hast über ein ganz anderes Thema, ja, dann empfiehlt es sich auch nachzulesen, ja, denn irgendwo besteht hier eine Schwierigkeit. Irgendetwas wurde verfremdet weitergegeben. Und das muss auch nicht absichtlich geschehen, ja. Das ist etwas, das ganz natürlich passieren kann. Und das sehe ich hier als Hauptblockade. Schauen wir mal weiter. Ja, dann sehe ich hier nochmal dieses zwischenmenschliche Thema. Es geht um eine Person, die dir nahe steht, ja. Bei manchen kann das hier wirklich auch die Liebe betreffen, so wie ich das hier sehe. Oder vielleicht auch jemand, mit dem du sehr eng zusammenarbeitest, eine Freundschaft, oder eben ein Familienmitglied, das dir sehr nahe steht. Und hier in dieser Verbindung herrscht gerade ein massives Ungleichgewicht, ja. Das ist für dich auch nicht wirklich angenehm. Also ich denke aber für das Gegenüber wahrscheinlich auch nicht. Und da vermute ich, dass es hier vielleicht um dieses Kommunikationsthema geht. Vielleicht hat sich hier beim einen oder anderen auch jemand eingemischt, hat es vielleicht gut gemeint. Das Ganze hat dann nicht wirklich so funktioniert, ja. Ich denke, es ist wichtig, hier auch direkt miteinander zu sprechen, ja. Und das ist natürlich klar, dass das hier auch diese Bewegung ein bisschen abbremst, die sich hier zu Beginn der Legung gezeigt hat. Ja, diese günstige Entwicklung in diesem Aufbau, dieser Grund zur Freude. Wir schauen jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes. Wir schauen ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich diesbezüglich ja immer offen. Ja, und da sehe ich, also das, was herausfordernd ist, ist hier ein Gleichgewicht zu finden. Das hat hier ganz eindeutig mit dieser Verbindung hier zu tun, die sich hier ganz zentral zeigt. Ja, also ein Gleichgewicht. Ich sehe hier auch das Thema Gerechtigkeit, ja. Das spielt hier mit hinein. Und das ist aktuell blockiert, ja. Mein lieber Krebs, da ist es natürlich wichtig, dass diese Thematik hier möglichst rasch, denke ich, auch aufgelöst wird. Ich sehe hier auch schon ein bisschen einen Ansatz, ja, einen Lösungsansatz. Denn man teilt sich hier auch gewisse Eigenschaften, beziehungsweise was ich hier auch sehe, man ergänzt sich eigentlich ganz günstig, aber etwas ist hier in ein Ungleichgewicht geraten. Ja? Also es ist hier irgendetwas ist hier definitiv los. Ich würde sagen, da holen wir uns gleich noch eine Information ein. Das Universum sagt, es gibt hier eine Lösung, also bei einigen dürfte das hier doch recht verzwickt sein, die Angelegenheit. Das Universum sagt, es gibt einen gemeinsamen Weg, der ist ein bisschen versteckt oder wirklich so offensichtlich, ja, dass man ihn nicht sofort wahrnimmt, wie eben den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können, ja, das passt hier sehr gut hinein. Da würde ich sagen, schauen wir jetzt gleich mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Auf der Hauptebene, mein lieber Krebs, sehe ich hier gleich, ja, also es geht hier um eine starke Veränderung, ja, das denke ich, das macht auch Sinn, also hier soll sich etwas verändern, sagt das Universum, ein Umbruch, vielleicht denkst du auch schon länger darüber nach, ich möchte jetzt nur
nachsehen, ob wir hier noch eine Zusatzinformation bekommen können. Es geht hier um ein gewisses Pflichtbewusstsein, sagt das Universum, das spielt hier mit hinein. Da vermute ich ja, dass es sich hier vielleicht um bestimmte Pflichten oder Verpflichtungen handelt, beziehungsweise ja, bestimmte Tätigkeiten, die hier, denke ich, neu besetzt werden sollen, wo man sich hierüber austauschen soll. Ja, es soll hier einen Umbruch in einer gewissen Verantwortung geben, ja, also das ist hier ganz entscheidend. Also habe ich hier das Gefühl, dass es hier um eine ziemlich starke Verstrickung geht, die sich hier über einen längeren Zeitraum aufgebaut hat, ja, also es geht vielleicht auch um eine gewisse Eigenverantwortung, könnte ich mir auch vorstellen, ja. Etwas soll sich hier verändern, ja. Bei manchen kann es natürlich auch darum gehen, dass diese Verbindung hier dem Ende zugehen könnte. Das ist dann aber tendenziell etwas, das du mit dem du dich aktuell schon auseinandersetzt, ja. Diese Entscheidung will natürlich immer wohl überlegt sein, mein lieber Krebs. Das nimmt dir auch eine Kartenlegung nicht ab. Ich sehe das hier einfach nur für eine bestimmte Gruppe, dass das hier tendenziell eben auch das Thema ist, ja, also dass es hier darum geht, dass sich hier grundlegend etwas verändern soll. Schauen wir mal weiter. Ich gehe jetzt hier auf die Ebene des Umfeldes und man sieht hier auch, ja, in dieser Verbindung, da ist eine gewisse Entfremdung entstanden oder eine gewisse Distanzierung. Ja, man kommt hier irgendwie nicht auf einen grünen Zweig. Man kommt sich hier irgendwie auch nicht nahe. Bei manchen kann es auch durchaus so sein, ja, dass hier gerade Funkstille herrscht. Das weißt du natürlich besser als ich, ja. Es ist das, was hier wichtig ist, was du deinerseits machen kannst, mein lieber Krebs, ja. Das, was ich hier sehe, ist, dass sich hier bei einer bestimmten Gruppe eine sehr starke Abwehrhaltung der anderen Person gegenüber zeigt. Ja, das hat sich auch über einen längeren Zeitraum entwickelt. Das ist auch nichts, was man absichtlich macht. Nur das, was ich hier sehe, mein lieber Krebs, ist, dass das, was hier zu dieser Person gesagt wird, und Achtung, das betrifft eine bestimmte Gruppe, nicht alle, natürlich dann auch dazu führt, ja, hier wird ein Mechanismus ausgelöst. Ich sage jetzt nicht, dass die andere Person nicht ihren Beitrag dazu leistet, dass die Fronten hier weiter verhärtet bleiben. Bei einer anderen Gruppe sehe ich, dass es hier wichtig ist, bestimmte Grenzen zu ziehen, ja, dass die andere Person sehr fordernd ist, sehr viel möchte, ja, und du dich hier irgendwie sehr stark eingeschränkt fühlst, ja, da kann es dann natürlich um das Thema Grenzen setzen gehen. Und bei einer Gruppe sehe ich auch, dass es hier tendenziell um eine Art Mischung aus beiden Themen geht, ja, also es ist wichtig hier aufeinander zuzugehen, ja, denn ich sehe hier bei vielen einfach eine schon etwas vorgefertigte Meinung, was bedeutet, dass diese Thematik hier offenbar schon länger immer wieder sichtbar ist in dieser Verbindung und es aber wichtig ist, aufeinander zuzugehen, und genau das wollte ich auch vorhin noch sagen in den Blockaden. Es ist auch wichtig anzuerkennen, dass die Person, mit der du es hier zu tun hast, anders ist als du, ja, und das ist natürlich auch ein Thema, das die andere Person betrifft, ja. Aber diese Legung ist ja auch für dich gedacht und es ist wichtig, aufeinander zuzugehen, ja, auch wenn das hier vielleicht ein bisschen herausfordernd ist. Schauen wir mal weiter. Ich möchte hier auch noch eine weitere Information einholen. Okay, ich sehe hier einen Einfluss von außen, den du dir näher ansehen sollst, mein lieber Krebs. Das ist jetzt auch eine wirklich interessante Information.
Und das betrifft hier diese falschen oder diese Fehlinformationen, die hier weitergegeben werden, ja. Das, was ich hier sehe, ist, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was sind die eigenen Quellen oder wer, ja. Also das betrifft ja definitiv jemanden in deinem Umfeld. Diese Person muss jetzt nicht wirklich bewusst negative Absichten haben, aber das Verhalten, ja, oder das, was hier geschieht, führt hier unterschwellig oder vielleicht auch wirklich ganz bewusst dazu, dass sich hier eine zusätzliche Schwierigkeit zeigt, mein lieber Krebs. Und ich sehe hier diese Person, die ich hier auch sehe, ja, die sich auch hier in den Blockaden zeigt, die gönnt dir hier irgendetwas nicht, ja, oder es fällt dieser Person sehr schwer, sich für andere zu freuen. Und da sehe ich schon ein gewisses Keiltreiben. Achtung aber, mein lieber Krebs, ja, das ist eine allgemeine Kartenlegung und wir wollen hier niemanden vorverurteilen. Ich spreche nur einfach aus, was ich hier sehe. Es ist hier natürlich besonders wichtig, wenn sich hier so eine verzwickte Kommunikationsangelegenheit zeigt, dass man hier wirklich genau hinsieht. Denn diese Person, die sich hier als tendenziell eifersüchtig zeigt oder neidisch zeigt, ja, das nehme ich hier schon ganz stark wahr. Die kann natürlich auch aktuell eine wirklich schwierige Zeit durchmachen und merkt vielleicht gar nicht, dass das eigene Verhalten sich negativ auf andere auswirkt. Und da ist irgendetwas gesagt worden oder gemacht worden, nein, eher gesagt worden, denn es geht ja um eine verfremdete Information, die hier irgendwie, ja, irgendwie dazu führt, dass sich hier diese Distanzierung, also ich sehe das hier schon in einem gewissen Zusammenhang für die allermeisten, dass hier auch dass das hier diese Distanzierung auch zusätzlich befeuert hat, ja, und das ist wichtig, das zu erkennen, mein lieber Krebs. Achtung, da geht es jetzt auch nicht darum, dass du dich von dieser weiteren Person lösen sollst, ja, sondern es, der erste Schritt ist, dass es dir bewusst werden kann, also das dürfte hier etwas ganz Klares sein, was hier gesagt worden ist, und das soll dir auffallen, denn das kann dir hier natürlich sehr behilflich sein, dass du hier diese Fehlkommunikation auflösen kannst, ja. Also das ist hier sehr entscheidend, ja. Also den Einfluss von außen kritisch zu überprüfen, ja. Aber bitte nicht vorverurteilen. Und wie gesagt, ich sehe hier auch jetzt nicht zwingend, dass man sich hier oder dass das Universum hier sagt, naja, vielleicht ist es besser, Abstand zu nehmen von dieser Person, sondern es geht ja darum, etwas zu erkennen, ja, dann hat die Aussage dieser Person hier nicht mehr so einen Einfluss auf die aktuelle Situation. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, beziehungsweise was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ich sehe hier auf deiner Ebene, mein lieber Krebs, dass hier einiges in Bewegung kommt. Ja, das sieht ja auch sehr günstig aus und ich habe auch das Gefühl, dass du schon darauf wartest, dass hier etwas ins Rollen kommt. Und das sehe ich ja ganz klar in Verbindung mit diesem Aufbau, wo sich hier auch etwas Erfreuliches zeigt. Wichtig ist hier diese zwischenmenschliche Angelegenheit abzuklären. Ja, das ist hier die Voraussetzung für diese Tendenz. Ja, eben auch zu erkennen, was wurde hier gesagt. Ja, welche Information wurde verfremdet weitergegeben? Natürlich kann es auch sein, dass man hier irgendetwas hineininterpretiert hat. Ja, das wird vermutlich auch auf eine bestimmte Gruppe zutreffen. Denn ich sehe dieses Thema hier wirklich als das Hauptthema, ja, das hier gelöst werden darf. Wenn das hier erkannt ist, denke ich, dann kann man hier einiges, ja, dann wird sich hier einiges in Wohlgefallen auflösen, ja. Also ganz, ganz allgemein. Denn ich glaube, das wirkt sich hier auf alles Mögliche aus. Schauen wir mal weiter. Was ich hier sehe, ist, ja, du wirst hier wieder in den Fluss kommen. Und da sehe ich jetzt zwei Gruppen, ja. Und das ist jetzt auch wichtig, dass du hierüber reflektierst. Bei einer Gruppe geht es darum, etwas nicht auszusprechen, ja, also das ist auch sehr interessant, hier irgendetwas oder noch nicht zu sagen, hier noch ein bisschen abzuwarten, ja.
sich hier eine Entwicklung anzugehen. Dem vorher geht eben auch diese Veränderung, ja, dieses Zuwarten, bevor man etwas sagt, ergibt sich aus diesen Pflichten und Verpflichtungen oder vielleicht dieser Neuanordnung dieser Pflichten und Verpflichtungen. Und bei manchen geht es ja eben darum, dass hier ein Schweigen gebrochen wurde, ja, und das hier ein ganz wichtiger Teil dieses Umbruchs ist und wo man hier erkennt, dass diese Fehlkommunikation hier eben aufgelöst wird. Es kann natürlich auch beides zutreffen, denn ich habe das Gefühl, mein lieber Krebs, bei diesem Schweigen, das sich hier zeigt, da geht es, das betrifft hier eine bestimmte Gruppe und ein ganz konkretes Thema, das sich demnächst zeigen wird, ja, wo es wichtig ist, hier nicht sofort reflexartig zu reagieren, sondern noch ein bisschen abzuwarten, ja, bevor man hier reagiert, weil hier vermutlich noch eine, weil hier entweder noch etwas bewusst werden soll, beziehungsweise hier noch eine Information auf dich zukommt, ja, und das sehe ich hier entscheidend. Aber ich sehe hier eine Entwicklung hin zu dem, dass die Dinge in den Fluss kommen. Also das haben wir schon mal hier und hier. Jetzt gehen wir noch auf die Ebene des Umfeldes. Hier zeigt sich auch eine Veränderung. Ein Ende greift in einen Anfang. Etwas kann im übertragenen Sinne ungeschehen gemacht werden. Also ich meine, natürlich drehen wir nicht die Zeit zurück und machen etwas ungeschehen. Hier kann es sein, dass man sich entschuldigt oder dass man sich hier gegenseitig beieinander entschuldigt, dass sich die Person entweder bei dir oder du dich bei dieser Person entschuldigst. Denn ich, wie gesagt, diese Fehlkommunikation, da geht es auch immer um ein gewisses Missverständnis, ja, das hier aus der Welt geschafft werden kann. Und da sehe ich eben, dass hier etwas auf Null gesetzt wird, ja, dass man hier einen Neustart wagt, ja. Und eben dieses Ende greift in einen Anfang, was für mich darauf hindeutet, dass diese Verbindung hier bei den meisten, ja, hier eine Transformation erfahren wird, ja, einen Neustart oder einen Reset erfahren wird, dass man hier von vorne beginnt. Bei einer ganz kleinen Gruppe kann es ja natürlich auch darum gehen, dass sich hier die Wege trennen, ja, und sich der Neustart oder dieser Start hier in diesbezüglich zeigt. Das an sich sieht das hier sehr ruhig aus, ja, auch sehr gesetzt. Ich sehe das hier auch sehr sachlich und die Emotionen, die ich hier, das habe ich zwar vorhin nicht angesprochen, glaube ich, aber ich sehe hier eben auch sehr starke Emotionen in den Blockaden, ja, die sehe ich hier aufgelöst. Also man kann das offenbar wirklich sehr, sehr gut klären, mein lieber Krebs. Eine wirklich spannende Legung. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.